Er gilt als der älteste erhaltene Vergnügungspark der Welt, der Wiener Wurstelprater. Mit etwa 30 Hektar nimmt er nur einen kleinen Bruchteil der Gesamtfläche des Praters ein. Über das restliche Areal gibt es bereits ein anderes Video. Mit dem Erholungsgebiet gemeinsam hat der Wurstelprater seine zu jeder Zeit kostenfreie Zugänglichkeit, was ihn von vielen anderen Vergnügungsparks unterscheidet. Die Grundstücke sind im Besitz der Stadt Wien und werden an etwa 250 einzelne Unternehmen verpachtet, weshalb auch für jede Attraktion separat gezahlt werden muss. Aber wie kam es überhaupt zu diesem außergewöhnlichen Ort der Unterhaltung? Um 1700 entstanden bereits erste Gasthäuser und einfache Attraktionen, welche aus der Stadt verdrängt wurden, damals noch vor den Toren des Praters am sogenannten Stadtgut. Erst 1766 ließ der Kaiser das einstige Jagdrevier für die Bevölkerung öffnen. Von nun an übersiedelten die damaligen Etablissements auf das heutige Areal. So entstand der Volksprater, welcher unter der Wiener Bevölkerung viel mehr als Wurstelprater bekannt ist. Dieser Name entwickelte sich aus der lustig-komischen Theaterfigur Hans Wurst, aus der sich später der Praterkasperl bildete. Nach und nach gewannen die Gaststätten, Schaubuden und Unterhaltungsbetriebe an Beliebtheit und ihre Anzahl wuchs stark an. So wurde immer mehr Fläche auch auf der anderen Seite der Ausstellungsstraße, etwa im Bereich der heutigen Venediger Au, benötigt. Hier fanden bereits im 18. Jahrhundert regelmäßig eindrucksvolle Feuerwerksvorführungen und auch Flugexperimente statt. Im 19. Jahrhundert siedelte sich zudem der Zirkus Busch an. Zur Weltausstellung 1873 wurde an der Hauptallee das Vivarium errichtet. Als Schauaquarium eröffnet, ergänzte man es später um Terrarien und fusionierte es schließlich mit dem Jahre zuvor geschlossenen Tiergarten am Schüttel. Rund 1000 teils exotische Tiere konnten hier besichtigt werden. Trotzdem blieb der langfristige Erfolg aufgrund der Konkurrenz zum Tiergarten Schönbrunn aus. So wurde die Anlage 1903 in eine experimentelle biologische Versuchsanstalt umgewandelt, die damals bemerkenswerte wissenschaftliche Erkenntnisse lieferte. Im Jahr 1895 eröffnete mit Venedig in Wien eine weitere Großattraktion im Bereich der heutigen Kaiserwiese. Wie der Name es bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine Nachbildung der Lagunenstadt mit ihren zahlreichen Wasserkanälen und war damit einer der ersten thematisierten Parks der Welt. Zum 50. Thronjubiläum Kaiser Franz Josef sollte 1897 eine zusätzliche Sensation folgen. Das 430 Tonnen schwere Riesenrad mit ursprünglich 30 Waggons drehte seine ersten Runden. Mit einem Durchmesser von rund 60 Metern war es um 1900 zwar nur das fünftgrößte Riesenrad, heute ist es allerdings das älteste noch erhaltene der Welt und wurde zum Wahrzeichen der Stadt. Das Kino fand ebenfalls als Unterhaltungsmedium im Prater sehr früh seinen Einzug. Bereits seit 1896 wurden erste Schaubuden mit Kinovorführungen aufgestellt, die schon bald zu theaterähnlichen Gebäuden ausgebaut wurden. Der Zirkus Busch transformierte sich auch in ein Kino, welches mit bis zu 1700 Plätzen das größte Wiens war. Der Zweite Weltkrieg brachte durch Bombardierungen und Bodengefechten eine nahezu vollständige Vernichtung des Wurstelpraters mit sich. Lediglich 18 Objekte, darunter auch das Riesenrad, wurden nicht vollständig zerstört, erlitten aber trotzdem schwerwiegende Schäden. Nach dessen Wiederaufbau hatte man daher große Befürchtungen um die Stabilität des Metallkolosses, weshalb nur mehr jede zweite Waggon aufgehängt wurde. Sehr schnell kam auch die Neuerrichtung von anderen Attraktionen in die Gänge, wobei der Bereich nördlich der Ausstellungsstraße nicht mehr bebaut wurde. Neben dieser verheerenden Katastrophe suchten regelmäßig bis in die Jetztzeit immer wieder Brände den Wurstelprater heim.
wobei hierbei nicht selten von Brandstiftung auszugehen ist. Zu einem Vergnügungspark dürfen natürlich auch nicht die Achterbahnen fehlen. Einer der ersten Holzachterbahnen wurde als Teil von Venedig in Wien 1909 errichtet. Sie wies eine für damalige Verhältnisse unglaubliche Länge von 1600 Metern auf, besaß drei Aufzugshügel und hatte eine Fahrzeit von etwa 8 Minuten. Doch auch sie konnte den Krieg nicht überstehen. Es folgte eine neue Hochschaubahn, jedoch nur mehr mit einer Strecke von 450 Metern. Sie stellt eine Nachbildung der Großglockner Region dar und wird aufgrund der vielen aufgestellten Gartenzwerge von der Wiener Bevölkerung auch liebevoll Zwergalbahn genannt. 1950 eröffnet, ist sie die älteste im Originalzustand erhaltene Achterbahn im Prater, bei der aus Sicherheitsgründen immer noch ein Bremser mitfahren muss. Auch eine der ersten Geisterbahnen weltweit wurde 1933 von Friedrich Holzdorfer eröffnet. Ebenfalls zerstört, wurde sie ähnlich wieder aufgebaut und gilt immer noch als älteste bestehende Geisterbahn Österreichs. 1930 wurde ein Planetarium mit einem damals noch hochmodernen Zeiss-Projektor vom Maria-Theresien-Platz auf das Pratergelände verlegt. 1964 wurde das heutige Planetarium mit einem neuen Sternprojektor errichtet. An ihm angebaut ist das Pratermuseum zu finden, welches die Geschichte des einzigartigen Ortes erzählt, zum Beispiel über die Kalafati-Figur, die zu einer Ikone wurde. Ursprünglich als Mast eines Ringespielgebäudes 1854 errichtet, verbildlicht sie einen chinesischen Mann. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg rekonstruiert und steht nun auf einem nach ihm benannten Platz. Ein weiteres Wahrzeichen ist der sogenannte Toboggan, früher auch Teufelsrutsche genannt. Der hölzerne Rutschturm besteht seit 1913 und wurde auch gleich nach seiner Zerstörung originalgetreu neu errichtet. Heute steht er sogar unter Denkmalschutz, blieb aber viele Jahre bis zu einer Renovierung 2009 geschlossen. Als Urgesteine des Praters gelten unter anderem auch die Kinderattraktionen Maggie Express und die Alt-Wiener Grottenbahn, welche als erste elektrische Bahn des Parks in Betrieb ging. Ein jüngeres Fahrgeschäft, welches trotzdem bereits zum festen Bestandteil der Prater Skyline zählt, ist der Praterturm. Mit 117 Metern ist er die höchste Attraktion des Landes und galt zu seiner Eröffnung 2010 als höchstes Kettenkarussell der Welt. Insgesamt zählt der Wurstelprater heute über 250 Attraktionen. Darunter fallen Achterbahnen, Karusselle, Wasserbahnen, Geisterbahnen, Freifalltürme, Spielhallen, Autodrom und noch vieles mehr. Neben den Unterhaltungsbetrieben ist der Prater aber auch für seine umfangreiche Gastronomie bekannt. Allen voran sei hier das Schweizerhaus zu erwähnen, das durch seine berühmten Schweinsstelzen und den Unmengen konsumierten Bier einen Sonderstatus erlangte. Aber auch die Nachtclub-Szene hat im Prater seinen Namen. Neben der Prater-Sauna mit einem eigenen Schwimmbecken und dem Flug in einer alten Fußgängerpassage unter dem Praterstern ist vor allem der Prater Dom als größte Disco Österreichs zu erwähnen. Neben einer Neugestaltung des Volkspraters in den 80er Jahren wurde 2008 anlässlich der Fußball-EM der Eingangsbereich im Stile von Wien um 1900 umgestaltet. Der neu entstandene Riesenradplatz ist unter anderem auch Adresse für das Madame Tussauds Wachsfigurenmuseum. Der Wurstelprater ist zweifellos einer der ungewöhnlichsten Ecken Wiens und definitiv auch international einzigartig. Ein traditionsträchtiger Ort, perfekt, um den Alltag zu entrinnen.